Den Schriftsteller Robert Musil, meine Damen und Herren, jenen heute weltberühmten Autor, kann man sich schwerlich als glücklichen Menschen vorstellen. Als er 1942 starb, deutlich gezeichnet durch einen Schlaganfall, den er 6 Jahre zuvor erlitten hatte, war sein Name nur noch wenigen Freunden und Kollegen bekannt. Mit seiner Frau lebte er seit dem Anschluss Österreichs im Schweizer Exil, finanziert nur durch ein mageres Stipendium für unverschuldet ins Unglück geratene Emigranten. Der Erlös aus seinen Büchern und den gelegentlichen Artikeln reichte nicht einmal zum Begleichen der monatlichen Miete, und die war niedrig genug. Doch sehr viel mehr noch schmerzten ihn die fehlende Anerkennung seiner literarischen Arbeiten. Und denn er war ein sehr gewissenhafter Künstler. Der fehlende Abschluss jenes Werkes, das ihm nach seinem Tod den Ruf und den Ruhm eines Jahrhundertschriftstellers einbrachte, der Roman »Der Mann ohne Eigenschaften«. Der Dichter war aus einer Welt gefallen, die zu Beginn seines Lebens noch als unerschütterlich galt. Dieser Beginn trägt sich im kaiserlich-königlichen Österreich zu. Der Herr Papa ist Ingenieur, einer der gefragtesten seines Landes. Robert soll gleichfalls eine Karriere im Beruf des Vaters antreten, allerdings bei der Armee. Das lässt sich auch gut an. Die akademischen Noten sind hervorragend. Doch mit 23 löst sich der junge Musil aus diesem Lebensentwurf und beginnt ein Studium der Philosophie und der Psychologie in Berlin. Ich darf Sie daran erinnern, meine Damen und Herren, in diesem Jahr 1903 ist Musils Landsmann Sigmund Freud Mitte 40. Vor 3 Jahren ist dessen Werk Traumdeutung erschienen. Der Begriff und das Programm der Psychoanalyse haben längst ihren intellektuellen Siegeszug angetreten. Es wird aufgeklärt. Doch es wird auch viel geraunt, symbolisch verkleidet und, jawohl, mystifiziert. Erinnern Sie sich, verehrte Zuseher, nur an den ganzen verklemmten Schwachsinn, der in jenen Jahren über das Mysterium des Weibes verbreitet wurde. Robert Musil, und auch das macht ihn zu einer erfreulichen Ausnahmegestalt, kommt vom Ingenieurswesen zur Seelenkunde und fragt scheinbar bieder, wie funktioniert das eigentlich? Wie sehen wir Farben? Wie kommen Empfindungen zustande? Er konstruiert einen Apparat, den Musilschen Farbkreisel, mit dem er wahrnehmungspsychologische Experimente durchführt. Und der wird Schüler eines Professors, der in die einschlägige Geschichte eingeht, weil er das Rätsel um ein scheinbar geniales Pferd löst, eines Tieres, das unter dem Namen der kluge Hans zu großer Berühmtheit gebracht hat. Wir werden gleich noch eingehender auf einige dieser Themen eingehen. Die Musil-Forschung führt sie übrigens unter dem Titel Genauigkeit und Seele. Halten wir hier nur fest, dass auch Musils literarisches Schaffen um die Erkundung dieser Wechselwirkung von Auslösern und ihrer Verarbeitung im Hirn kreist. Nehmen wir als erstes Beispiel jenen Roman, der den Autor 1906, also mit 26 Jahren, erst und auch letztmalig berühmt macht. Heißt Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Vielleicht haben Sie ihn ja gelesen, meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie die eindrucksvolle Verfilmung des Stoffs durch Volker Schlöndorff noch im Gedächtnis. Diese Geschichte spielt in einem strengen, sehr renommierten Internat. Jener Törleß und zwei seiner Kameraden ertappen einen Mitschüler beim Stehlen. Statt ihn nun anzuzeigen, machen sie ihn zum Opfer eines sadistischen Programms der körperlichen und der seelischen Peinigung. Törleß erfährt zunächst den Konflikt zwischen den Regeln seiner eigenen, seiner ganz privaten Welt und den Regeln einer mächtigen Institution, also des Internats. Das ist der erste Teil der Verwirrungen. Die Fortsetzung der Verwirrungen geschieht durch eine sexuelle Initiation. Törleß lässt sich von seinem Opfer verführen, lässt sich durch ihn in eine andere Form der Wahrnehmung der möglichen Grenzverletzung befördern. Am wenigsten spektakulär ist übrigens an dieser Geschichte der Umstand,
dass sie autobiografische Züge trägt. Musil hat selber in seinen Tagebüchern davon berichtet. Viel entscheidender scheint dagegen das Auftauchen eines bestimmten Musters, dem wir in den späteren Arbeiten des Autors immer wieder begegnen. Die Suche nach der Autonomie, der Selbstbestimmung einer Figur und den Bedingungen, unter denen die Grenzen dieser Autonomie dahinschwinden. Es ist daher sicherlich nicht falsch, wenn wir, mehr jedenfalls als bei anderen Autoren, im zentralen Helden einer Geschichte von Musil immer auch deren Autor enthalten sehen, doch diesen Autor gleichsam immer nur als Fragezeichen. Prägend für Musil war diese erste bestürzende, wenn Sie so wollen, pubertäre Erfahrung der Schwellenüberschreitung. Nicht weniger prägend war der nächste große Einschnitt, das Erlebnis des Ersten Weltkriegs. Musil hatte zuvor verschiedene Möglichkeiten eines gesicherten Berufslebens ausgeschlagen, um sich ganz auf seine Schriftstellerei konzentrieren zu können. Zumindest vom materiellen Ertrag her war das eher kläglich ausgegangen. Das mag, das kann aber nicht zur Gänze erklären, warum dieser so sympathisch nüchterne, so klug beherrschte Mensch dem ohrenbetäubend dröhnenden Chingderassa-Bumm der allgemeinen Kriegsbegeisterung erlag. Gut, er reagierte damit wie die Mehrzahl seiner nicht weniger kriegsbegeisterten Kollegen, doch Sie merken, verehrte Zuseher, ein wenig meine unverhohlene Enttäuschung angesichts eines Schriftstellers, den ich sehr schätze, doch gerade von ihm hätten wir uns inständig hier ein wenig mehr Distanz erhofft. Musil meldet sich zu einer Front, an der der Krieg besonders heftig tobt. Und als der erste Fieberschub des Patriotismus abgeebbt ist, beginnt er mit seinen Reflexionen über diesen Sog, der von einem derartigen Ereignis ausgelöst wird. Wie beschreibt man Krieg, diesen Zustand, der so viel Macht über die Menschen hat? Er kommt zu eher aphoristischen Einsichten wie, man kann den Krieg auf die Formel bringen, man stirbt für seine Ideale, weil es sich nicht lohnt, für sie zu leben. Es ist gleichsam Musils Versuch einer Abwehr der Faszination, eben durch das Gehirn. Sehr viel anschaulicher wird der Schriftsteller, wenn er uns dieses Doppelspiel, das die Seele mit uns treibt, in seinen Erzählungen aufgreift, etwa in einem kleinen Stück, das sich einer literaturwissenschaftlichen Klassifizierung entzieht. Am ehesten kann man es noch als einen Monolog bezeichnen und das den Titel Die Amsel trägt. Es berichtet uns darin ein Soldat, unter dem wir uns durchaus Musil vorstellen dürfen, von einem Kriegserlebnis an der italienischen Front. Man hat sich an das Schlachten bereits gewöhnt. Nicht jede Drohung wird ernst genommen, auch nicht jenes feindliche Flugzeug, das am blauen Himmel auftaucht, obwohl im Nu war der Himmel mit den weißen Schrapnellwölkchen der Batterie betupft, wie von einer behenden Puderquaste. Obwohl also der Krieg durchaus als existenzielle Bedrohung wahrgenommen wird, ist es kein Grund zur Panik. Und doch fühlt unser Held in genau diesem Moment, dass das ganze Geschehen nur für ihn stattfindet. Der feindliche Pilot hat aus großer Höhe eine fast mittelalterliche Waffe, einen Fliegerpfeil, abgeworfen, ein zugespitztes Gerät aus Eisen. Und unserem Helden wird urplötzlich klar, dass nur er gemeint ist, dass aus dieser beliebigen Mechanik von kriegerischem Alltagsgeschehen eine ganz singuläre, ganz individuelle Tat ausgesondert wird. Der Pfeil wird nur ihn treffen. Er hört deutlich dessen sirrenden Gesang, bewegt sich nicht von der Stelle und begreift diesen Moment als mystische Erfahrung, als Einsicht in das unbegreifliche Zusammenspiel von systematischem Geschehen und persönlichem Schicksal. Der Pfeil verfehlt ihn nur um Haaresbreite. Klar, sonst hätten wir diese Geschichte ja auch nie erfahren. Sie haben recht, meine Damen und Herren, wenn Sie aus dem bisher Gesagten den Schluss ziehen, dass Robert Musil seine literarischen Werke nicht für Leser schrieb, denen es in erster Linie ums Schmökern geht. Er möchte Sie einladen, sich auch ein wenig der Strenge des
Gedankens auszusetzen. Und seine ganz große Kunst besteht darin, ihnen diese Gedanken so unspektakulär, so scheinbar beiläufig nahezubringen, als offenbare sich der Weltgeist tatsächlich im Plaudern, im Parlando. Der Weltgeist und das dramatische Geschehen. Statt dem Leser eine prickelnde Bettszene seines Helden zu präsentieren, schreibt dieser Schriftsteller über dessen neue Eroberung schlicht. Und 14 Tage später war sie schon seit 2 Wochen seine Geliebte. Das war jetzt ein kleiner Blick in den Roman Der Mann ohne Eigenschaften, unser nächstes Thema. Aber bevor der Eindruck entsteht, Musil habe sich vor der Schilderung entsprechender Interieurs gedrückt, sei nur schnell auf eine sehr ergreifende Passage aus einer Kurzgeschichte verwiesen. Ihr Titel heißt Nach der weiblichen Hauptfigur Tonka. Und wer sich ein Bild darüber verschaffen will, wie meisterlich ein Autor eine erste Liebesnacht beschreiben kann, in der alles ineinander fließt, Verlangen und Unbeholfenheit, Scham und Lust, dem sei diese Geschichte ganz besonders ans Herz gelegt. Vermutlich möchte ich damit ausdrücken, meine Damen und Herren, dass Musil ein Autor ist, dem das vermeintlich Literarische nie zum Selbstzweck gerät. Es wird einem von mehreren Ereignissen erzählt, nicht um des literarischen Effektes willen, sondern weil der Autor in der Literatur das einzig angemessene Medium entdeckt hat, in dem gleichzeitig von Sinnlichkeit und Systematischem, von Theoretischem wie Lustvollem erzählt werden kann. Zum Glücksfall wird diese Erzählweise naturgemäß dadurch, dass Musil ein Meister der vornehm zurückgenommenen Ironie ist. Eine Ironie ohne Eitelkeit. Der Roman Der Mann ohne Eigenschaften bringt es in der ersten 1960 nur halbwegs vollständig erschienenen Fassung auf mehr als 1.500 sehr eng bedruckte Seiten. Spielt in den letzten Jahren des österreichischen Kaiserreiches, hier Kakanien genannt. Und er beschreibt neben vielen, vielen anderen ein Projekt, das diesem Reich noch einmal, modisch gesagt, eine kulturelle Identität verschaffen soll. Es gilt, ein Thronjubiläum zu feiern, jenes von Kaiser Franz Josef. Und für dieses Jubiläum einem bedeutungsvollen Gedanken zum Ausdruck zu verhelfen. Dieses Projekt soll nicht nur die Essenz einer bereits zur Geschichte gewordenen Idee verkörpern, sondern auch leuchtend in die Zukunft weisen. Dazu hat sich ein Komitee eingefunden, dem es obliegt, die verschiedensten Vorschläge für die erkenntnisleitenden Ideen zu sammeln, zu werten und zu befördern. Ulrich, der Held des Romans, wenn denn das Wort Held hier angemessen ist, fungiert als Sekretär dieses Komitees. Es ist eine Aufgabe, an der er nur scheitern kann. Es tauchen nun die vielfältigsten Vorschläge, es treten die skurrilsten Personen auf, alle wie eine Laterna Magica, die intellektuellen und die seelischen Befindlichkeiten jener Zeit noch einmal heraufbeschwörend. Jawohl, selbst dem Pferd der kluge Hans begegnen wir wieder, diesmal in einer Reflexion über das Thema Genialität, exemplifiziert am genialen Rennpferd. Naturgemäß begegnen wir nicht nur Ideen, sondern auch denjenigen, die diese Ideen zu ihrer Sache gemacht haben. Wir werden mit streng nachlässiger Hand in einen Kosmos geführt, über dessen Portal die Losung Genauigkeit und Seele geschrieben ist. Wir blicken auf das Panorama einer Welt, deren Enkel oder Urenkel wir selber sind, und wir lesen und lesen und lesen. Übrigens kenne ich niemanden, verehrte Zuseher, der behauptet, diesen Roman je vollständig gelesen zu haben, in welcher Ausgabe auch immer. Andererseits kenne ich auch niemanden, der sich nie darum bemüht hat. Ich schätze und erkenne nur Freunde, die immer wieder in diesem Werk lesen und danach als bessere Freunde erscheinen. Sie sollten zu diesem Kreis gehören.